Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem Politmagazin im März. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der Legalisierung von Cannabis. Und wir diskutieren über die Notwendigkeit des Petitionsrechts. Ist dieses denn noch zeitgemäß? Außerdem, im Kontroversgespräch behandeln wir die Vor- und Nachteile der Abschaffung der Milchquote in Europa ab dem 1. April. Der Erwerb und Besitz von Cannabis ist laut § 1 des Betäubungsmittelgesetzes in Deutschland verboten. Allein zu medizinischen oder wissenschaftlichen Zwecken dürfen geringe Mengen eingesetzt werden. Dadurch will man ein Abrutschen in den abhängigen Drogenkonsum verhindern. Doch jetzt will man auch auf Bundes- und auf Landesebene die Legalisierung von Cannabis erneut diskutieren. Marihuana ist natürlich eine Droge, die insbesondere auch für Heranwachsende eine gefährliche Droge ist. Aber andererseits stellt sogar die CSU-Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Frau Mortler, fest, ja, insbesondere bei Schwerkranken soll Cannabis auch ein entsprechendes Medikament sein können. Gegebenenfalls sollen sogar die Krankenkassen dieses Medikament dann bezahlen. Und auch im ordnungspolitischen Rahmen müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass der Flickerlteppich in der Bundesrepublik, dass der vereinheitlicht wird. Ich bin gegen die Legalisierung von Cannabis. Als Mutter dreier Kinder weiß ich, dass das Thema Drogen einem in fast jeder Familie einmal begegnet. Und ich meine, dass wir hier eine gerade Linie fahren sollten. Keine Legalisierung von Drogen. Oft ist eine weiche Droge auch schnell ein Einstieg zu anderen. Also wir als Freie Wähler sind auch der Auffassung, dass es in bestimmten medizinischen Fällen, gerade auch bei Schmerzpatienten, sehr sinnvoll sein kann, Cannabis zu verordnen, aber das soll nur in Absprache und nach ausdrücklichem Rat des Arztes gelten. Bei einer strengen medizinischen Indikation ist ja heute schon vieles möglich und das ist natürlich auch richtig so, wenn es darum geht, Menschen zu helfen. Aber wogegen wir uns ganz entschieden werden, ist, dass man jetzt hier über eine schleichende Freigabe von weichen Drogen dem gesamten Thema wieder Tür und Tor öffnet und damit im Grunde alles auch unterläuft, wo wir viel Geld investieren, viel Aufmerksamkeit, nämlich bei der Prävention vor Drogenmissbrauch. Und deswegen halten wir diese Diskussion völlig in die falsche Richtung gehend. Da geht es ganz konkret darum, dass Kranke Cannabis zur Schmerzlinderung rauchen können sollen, haben dürfen. Und da muss ich sagen, natürlich, also wenn irgendwas schmerzlindernd ist, ja, dann muss ich da den Weg ebnen, besonders ohne, dass die Person dann noch kriminalisiert ist. Und grundsätzlich zur Entkriminalisierung möchte ich nochmal sagen, dass es über 100 Strafrechtsprofessoren gibt, die sagen, weg mit der Kriminalisierung, weil das eben nichts bringt. Es gibt deswegen nicht weniger, die rauchen. Kommen wir zu unserem nächsten Thema. Mit rund 2500 Petitionen jährlich richten sich Bayerns Bürger an die Staatsregierung. Petitionen sind Ausdruck direkter Mitbestimmung und Einmischung. Sie liefern oft auch die Hinweise zu den Missständen in Bayern. Eine Anhörung sollte in diesem Monat klären, ob das bayerische Petitionswesen noch zeitgemäß ist oder ob die Bürger stärker eingebunden werden sollten. Das Petitionsrecht ist in Bayern traditionell verankert und hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Rund 2.500 Bürgerinnen und Bürger wenden sich jährlich an den Bayerischen Landtag. Aber dennoch ist es natürlich durchaus möglich, in einer Anhörung weitere Verbesserungen zu generieren. Und deswegen bin ich der Meinung, dass eine Anhörung hier durchaus sinnvoll ist. Vielleicht haben wir Möglichkeiten, das Petitionsrecht in Bayern noch weiter zu verbessern. Heutzutage gibt es auch durch die neuen Medien, durchs Internet natürlich andere Kommunikationswege. Und die sollten wir auch nutzen, dass die Bürger und Bürgerinnen auf die Art sich auch an uns wenden können und dass man vielleicht auch öffentliche Diskussionen, öffentliche Petitionen einbringen können sollte, über die dann auch diskutiert werden kann im Netz. Und das könnte auch mehr an Transparenz schaffen. Aber insgesamt ist das Petitionsrecht eine gute Sache. Ich bin ein Mitglied im Petitionsausschuss, mir macht diese Arbeit wahnsinnig viel Spaß. Ich denke, dass wir da schon sehr, sehr gut unterwegs sind, aber sicherlich, wenn es noch Anregungen gibt, wie wir noch besser werden können, ist es auch wünschenswert, aber ich kriege es immer mit, dass andere Landtage uns besuchen, um zu schauen, wie wir das machen. Also schlecht sind wir auf jeden Fall nicht. Ich denke, da sind wir ganz vorne dabei. Trotzdem ist es so, dass fast alle Petitionen abgelehnt werden. Also das ist ja irgendwie ein großes Frustpotenzial. Insofern würde ich schon mir wünschen, dass wir hier erstmal dafür werben, dass es Petitionen gibt. B, dass man mit den Abgeordneten ins Gespräch kommt und dass wir aber auch verstehen, dass jedem mit Herz und Wärme und mit inhaltlichem Sachverstand auch begegnet wird. Und insofern ist unser Vorstoß genau der richtige. Also wir haben ja in Bayern eine beachtliche Bürgerbeteiligung, Volksentscheid, Bürgerentscheid etc. und natürlich auch in vielen Verfahren, wo die Bürger ohnehin durch öffentliche Auslegung und so weiter beteiligt werden.
Und beim Petitionsrecht kann man natürlich immer wieder darüber nachdenken, ob man das noch verbessern kann. Plenum TV Kontrovers, ganz aktuell das Thema. Der 1. April ist ein Stichtag für die europäischen Milchbauern, denn ab dann gibt es keine Milchquote mehr. Zu diesem Thema begrüße ich Gisela Sengel vom Bündnis 90 Die Grünen. Grüß Gott. Grüße Sie. Sie sind im Ausschuss für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und außerdem agrarpolitische Sprecherin Ihrer Partei. Das heißt, Sie kennen sich mit der Milchquote aus und wissen, dass gleich von Anfang an das ganze Projekt mit Schwierigkeiten behaftet war. 1984 wurde sie eingeführt, um die Produktion in der EU zu regulieren, aber es musste immer wieder nachgebessert werden. Ja, das hat einfach gezeigt, die Quote hat auch nicht den Effekt gebracht, den man wollte. Man wollte eigentlich die Betriebsstall stabil halten, man wollte den Milchpreis stabil halten, man wollte die Agrarstruktur positiv beeinflussen. Waren die Effekte, sind bis heute leider nicht erfolgt. Nun wird ja die Milchquote abgeschafft ab dem 1. April. Wie steht es dann um Bayerns Bauern? Es könnte eine große Chance sein für Bayerns Bauern. Ich sehe es nicht so negativ, wie es vielleicht auch die Bauern selber sehen. Ich denke mir, die bayerische Agrarstruktur hätte ein riesiges Potenzial und man müsste halt wirklich dementsprechend beraten. Es ist einfach so, wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Milch, bei konventioneller Milch von 178%. Bei Biomilch sind wir nur bei 68%. Das heißt, da ist eine große Lücke, da ist ein Markt da für Bauern und die bayerische Agrarstruktur, also die eher kleinteilige, würde sich für eine ökologische Milcherzeugung geradezu anbieten. Das heißt, umschwenken auf Biomilch, um dann später Bestand zu haben. Ja, ganz genau. Es ist so, wir importieren sehr viel Biomilch aus Österreich. Wir wissen, in Österreich, im Salzburger Land, ist der Bioanteil bei 40%. In Bayern ist er immer noch um die 7%. Es wird vielleicht jetzt etwas mehr. Man hat die Prämie erhöht, man hat das KULAP-Programm, also das Kulturlandschaftsprogramm, ausgebaut. Greening greift von der EU-Agrarpolitik. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach auch auf die Betriebe individuell zugehen und sie dementsprechend beraten und wirklich ihnen die großen Marktchancen eröffnen. Es gab ja vom Ministerium den großen Evaluationsbericht zum ökologischen Landbau und da wird explizit ja auch die wirtschaftliche Situation, also die Ist-Situation, was wird gebraucht, untersucht und da sagt man einfach, der Markt ist da, aber der Rohstoff nicht. Mhm. Nun glaubt man ja, dass der Rückgang der Milchbauern in Bayern gegeben sein wird durch die Auflösung der Milchquote. Momentan liegt es bei 4%. Glauben Sie auch daran, dass es ein größeres Sterben gibt, ein vermehrtes Sterben geben wird von Milchhöfen, kleineren Betrieben vor allen Dingen? Ja, wenn man den kleineren Betrieben nicht eine andere Form der Bewirtschaftung nahebringt, das ist eben extensive Bewirtschaftung, ökologische Bewirtschaftung, dann wird das Sterben wahrscheinlich so weitergehen. Man spricht ja in agrarökonomischen Kreisen von einer organischen Entwicklung. Ich finde persönlich den Begriff recht traurig, weil die organische Entwicklung landet dann irgendwann bei Null, dann haben wir gar keinen Betrieb mehr. Also das wollen wir ja alle nicht. Lang war halt die Beratung und die Ausbildung ist nur immer in die Größe gegangen, das heißt, und in die Masse. Das heißt, die Landwirte mussten größer werden, sie mussten mehr produzieren. Die Zuchtziele waren rein so aufgelegt, dass die Kuh noch mehr, um jetzt bei der Milch zu bleiben, noch mehr Milch gibt. Aber es wurden nach rein betriebswirtschaftlichen Kriterien gehandelt. Aber wir wissen heute, wir müssen auch ökologische und soziale Kriterien betrachten und auch beachten. Und die EU-Agrarpolitik hat sich ja schon auf diesen Weg gemacht. Und wir müssen diesen Weg einfach ganz intensiv weiter bestreiten. Und es wäre gerade für Bayern eine Riesenchance, weil wir wünschen uns ja alle und auch alle Touristen, die zu uns kommen. Und hier dreht sich es ja wirklich um den Voralpenrand, um den berühmten Milchgürtel im südlichen Bayern. Wir wünschen uns kleine Betriebe, wir wünschen uns Kühe auf der Weide. Wir wünschen uns auch noch mehrere Betriebe in einem Dorf und nicht bloß einen Riesenstall. Und diese Struktur könnten wir auch erhalten, indem wir mehr auf ökologische Erzeugung gehen. Kommen wir doch mal auf den globalen Markt zu sprechen, mit dem jetzt dann gekämpft werden muss. 8,2 Milliarden Liter Milch werden in Bayern pro Jahr ungefähr produziert, 4,7 Milliarden allerdings nur verbraucht. Das heißt, man hätte die 3,5 Milliarden Liter Milch für den Export. Ja, das ist nach wie vor so. Die Politik war ja immer bis jetzt so.
Auf den Export wurde gesetzt. Also es, die Bauern, die bayerischen, auch die bayerischen Bauern mussten fit für den Weltmarkt werden. Sind ja auch einige und einige kommen gut zurecht mit dieser Exportsituation. Ich sage nicht, dass jeder jetzt nur regional und für das Kleine produzieren, sondern es gibt Betriebe, für die ist das das geeignete Instrument, aber es gibt eben auch Betriebe, für die ist es schwierig umzusetzen. Und für diese Betriebe muss man aber auch eine Lösung finden. Also um diese Betriebe muss man sich auch kümmern. Und das wurde meiner Meinung nach zu lange vernachlässigt. Also man ist immer sehr auf die große Struktur gegangen und hat eigentlich die kleineren Strukturen in der Beratung, in der spezifischen Beratung, was ist hier möglich, vernachlässigt. Wenn man jetzt auf den weltweiten Markt sieht, da gibt es ja Länder wie Amerika, Neuseeland und Australien. Kann da Deutschland oder Bayern dann überhaupt mithalten? Deutschland vielleicht noch, ich meine mit Hochleistungskühen, wir wissen alle, schwarzbunte Kühen sind einfach Hochleistungsmilchkühe. Wir haben ja hier in Bayern immer noch das Fleckvieh, ist ja eigentlich eine Zweinutzungsrasse, das heißt, kann Fleisch produziert werden oder Milch. Die Holsteiner Kühe, die sind so dürr, ich glaube, da ist überhaupt nichts mehr drauf. Wir können mit neuseeländischen und amerikanischen Betrieben auf keinen Fall mithalten. Das sind agrarindustrielle Milchproduktionsbetriebe. Die sind rein betriebswirtschaftlich ausgerichtet. Für die gibt es kein anderes Kriterium. Wenn wir das wollen, gut, aber dann schaut unsere Kulturlandschaft grundlegend anders aus. Der Lebenswandel ändert sich ja bei den Konsumenten. Qualität, Regionalität wird immer größer geschrieben. Ist da vielleicht jetzt auch der Knackpunkt? Ja, auf alle Fälle. Ich denke mir, diese Entwicklung, dass die Verbraucher eigentlich was anderes wollen, als momentan bei uns landwirtschaftlich produziert wird, ist ja lange quasi nicht so ernst genommen worden. Inzwischen ist es ja eine große Bewegung, die sowohl biologische als auch regionale Waren nachfragt und wir können die einfach von der einheimischen Produktion überhaupt nicht mehr bedienen. Wir müssen einfach sehr viel importieren. Und das hat sogar die Berchtesgadener Molkerei, die ist in dem Fall wirklich ein Vorzeigebetrieb. Qualitätsmilch kann es nicht zum Discountpreis geben, ist eine Aussage vom Geschäftsführer, der sich einfach bemüht, diese drei Standbeine eines modernen Unternehmens, das heißt ökonomische, ökologische und soziale Kriterien zu beachten, wirklich umzusetzen. Und er versucht auch seinen Bauern, es ist auch eine Genossenschaftsmolkerei, wirklich einen fairen Preis zu garantieren, den Biobauern, aber auch den konventionellen Bauern. Und sich ein bisschen auch mit seinem Geschäftsfeld vom Markt abzugrenzen. Also wirklich zu sagen, wir schaffen eine regionale Marke, die wir mit diesem Mehrwert, den wir bieten an ökologischen und sozialen Kriterien, mit diesem Mehrwert verkaufen wir auch diese Milch. Wie sieht es denn jetzt aus für die Betriebe, die jetzt nicht sich sofort spezialisieren oder umstellen und sonstiges? Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, Sicherungen von seitens der Politik? Ja, man hat ja versucht, das Sicherheitsnetz quasi für die Milchviehbetriebe ist schwierig. Und das andere war, dass man einfach die Betriebe rät, Erzeugergemeinschaften zu bilden, sich mehr zusammenzutun. Ist natürlich klar, als einzelner Betrieb bin ich nicht so stark, wie wenn ich mich bündle. Aber ist immer schwierig. Es gibt ja das berühmte Sprichwort, 5 Bauern unterm Hut bringen, geht nicht. Andererseits muss man sagen, nichtsdestotrotz, man muss seine Strukturen stärken. Man muss aber auch sagen, es gibt ja Genossenschaftsmolkereien, da sind ja quasi die Erzeuger, also die Bauern sitzen als Genossen in der Molkerei. Das muss man halt auch stärken, dass man eben, ich glaube, das geht auch voll darum, wenn wir Bauern nichts mehr erzeugen, hat der Handel überhaupt nichts zum Handeln. Also wir sind eigentlich das wichtigste Element in dem Ganzen. Und ich glaube, diese Wertschätzung und dieses Bewusstsein für das, dass das grundlegend ist, das muss man den Bäuerinnen und Bauern wieder viel mehr klar machen, wie wichtig und das ist, was sie machen. Schöne Worte zum Schluss, Frau Sengel. Ich danke Ihnen, dass wir darüber sprechen konnten heute, über den 1. April, da fällt die Milchquote. Und es war auch schon wieder Plenum TV, das Magazin. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.